Okay. Hier unten habe ich jetzt... Ich frage mich, was da drin ist. Da ich den Schalter noch nicht gefunden habe. Mal auf Brechstange. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass ein Laser deaktiviert wurde. Ne, oder dass sie da rein teleportiert, das kann auch sein. Oder war das jetzt doch allein irgendwo im Vetron wieder? Ich geh jetzt da dann noch nicht oben rum. Ich will jetzt wieder auf die andere Stelle, zur anderen Stelle hin. Der ich vorhin kläglich gescheitert bin. Ja, wie jetzt? Nirgends ein Alarmschalter. Jetzt sind die doch überall. Ja, hallo? War hier drin vielleicht einer? Ja! So. Ich kann das nochmal deaktivieren. Und jetzt speichere ich nochmal. Ich kann mal zuerst die Thrasher-Kanone hier oben kaputt machen. Dann kriege ich wenigstens die Keykarten des Zeug. Ja, das ist nicht so klar. So. Kaputt. Wow! Ah, ich konnte mich jetzt zum Beispiel nicht mehr rollen, aber wenn er noch im Rennen war. Naja, egal. Da! Ich bin so schlecht heute. So, rote Keycard. Ich habe rot und gelb jetzt, ne? Okay. Moment, scheiße, ich komme da oben jetzt dahin. Okay. Schauen, ob der Veteran da spawnt. So. Jawoll. Ich kann da mal nachladen bei der Waffe. So, Delle. So, gefällt mir das. Stirb. Okay. Schaue ich jetzt nochmal da oben hin. Moment, ich kann ja da auch noch lang schauen, ne? Das habe ich vorhin bewusst ausgelassen. Oh, der hat so Plasmawaffen. Die sind böse. Der hat Granaten geworfen. Da lech. Okay, alles erwischt, bis auf die Spinnenmühle. Stirb doch! Langsam gehen meine Medpacks, glaube ich, zur Neige. Ich habe nur noch... Na gut, voll. Ach, Haftmine, verdammt. So. Was ist mein Missionsziel? Teleporter finden und zur Basis zurückkehren. Tja. Scheiße, ich hab blau noch nicht, ne? Jetzt hab ich blau. Hä? So. Jetzt haben wir hier irgendeinen Zellblock offen. Jawohl. Genau, jetzt geht nämlich, oder jetzt ging Escape gerade mit kurz ziemlich. Ich hänge mich hier gerade voll in dem Escape auf. Jawoll. Alle Gefängniszellen geöffnet. Huhuhu. Also, schauen wir trotzdem mal alle Zellen rein. Ich gehe mal zu. Ja, gut. Zuerst in die Zelle da.
So. Jetzt komme ich mit zu dieser Kontrollstation. Die Kamera? Nee. Sehr schön, rote Keycard habe ich. Das habe ich ja geprüft. Mir gefällt dieses Ding an der Wand nicht. Gut. So. Die Kontrollkommission des WC verlangt Berichte. Genau, das haben wir schon mal gesehen, oft genug. Genau, so. Na, bis du in der Mitte drauf gehst. Hallo? Stirb. Ah, jetzt geht die Tür auf. Okay. Dragon Erziehungsanstalt. Gelb habe ich auch schon. Oh. Sicherheitszelle Nummer 1 gesichert. Sehr schön. Okay, da war ich eh schon drin. So, was ist das noch? Gut. Nee. Ich will jetzt... Oh, falsch aber. Ich will jetzt erstmal nochmal unten rangucken. Ich glaube, die Teleporter... Ich komme jetzt unten raus, oder? Wäre jetzt zumindest meine logische Schlussfolgerung. Ja. Ich will mich das, was ich gerade eben aufgemacht habe, mal kurz inspizieren. Ne, das war dann weiter oben. Chip, 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 chip. Ah? Hä, wo war denn das? Oh, ui, jetzt hab ich mich verlaufen. Ich habe irgendwie eine Thrasher-Kanone auf dem Bild mit. Ja, sag mal. Ah, nee, ich muss dich suchen. So. War das hier? Ja, das war hier. Da will ich rein. Sag mal. Ah, Kraftfeld deaktiviert. Komme ich, glaube ich, oben hin. Da war, glaube ich, oben noch ein kleiner Bereich. Die Kisten schauen so verdächtig aus im Eck. Mhm. Genau, das will ich. Sag mal! Haha, ausgesperrt. Escape? Das gefällt mir jetzt mit dem Escape. Ich hab das doch damals auch immer probiert, ich versteh's nicht. Das beschäftigt mich jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht. Was da ist.
Ich habe Lust, die Tür aufzusprengen und da reinzugehen, damit da nicht ständig welche rauskommen. Ah, da hoch gehe ich noch nicht. Ich gehe jetzt da rein. Nein! Nein! Ich will mich doch noch drehen! Oh. Rollen meine ich. Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft, oder? Okay, für euren... Damit es euch nicht stört, werde ich kurz schneiden. Achtung! Schneide-Magic! Gut! Ich habe auch bei der Gelegenheit gleich mal die DOS-Box neu gestartet. Wir sind jetzt wieder an derselben Stelle wie vorher. Da oben hat mich die Kamera erwischt. Und ich gehe aber erst einmal in alle anderen Bereiche, weil ich habe das Gefühl, da geht es nämlich weiter da unten. Deswegen... Autsch! Ah, die sind immer übel. Diese Enforcerline. Okay. Oh, ich sehe gerade. Falsche Waffe. Okay, das hat erstmal nichts gebracht. Auf die Seite kommt es, glaube ich, auch noch. Und zwar... wenn ich da hochgehe. So. So, jetzt ist das schönste Teil wenigstens weg. Grüß Gott! Enforcer zuerst. Ich habe mir hier, ich würde jetzt einen Teleporter hingehen, aber... Und ich sehe jetzt schon, dass oben im Eck die Kamera sein wird. Oh, meine Energie geht echt langsam zu Neige. So. Was haben wir hier? Genau, auch wenn es nicht viel bringt. Ebenso wie dies. Das ist genauso. Alles klar. Jetzt drücke ich zu viel Escape. Ah, ja. Okay. Was übrigens traurig am Zweier ist, es tauchen zwar einige der Charaktere aus diesem Teil wieder auf, aber ich glaube, keiner von denen, bis auf einer, glaube ich, sind von anderen Schauspielern gespielt. Und das merkt man dann doch so ein bisschen, dass das nicht mehr die Original-Crew ist, aber was soll's. Ich weiß auch jetzt gerade nicht mehr, wie es in diesem Teil ist. Im zweiten Teil läuft die letzte Mission, vorletzte Mission auf Zeit. Da hat man irgendwie bloß, keine Ahnung, eine Viertelstunde Zeit, die Mission zu beenden. Ich weiß nicht mehr, wie es hier ist. Ehrlich gesagt. Weil es gibt da nämlich eine... ja, wie nennen wir es? Da passiert was, wo man sich denken könnte, das geht jetzt auf Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Lassen wir uns überraschen. Oh, okay. Oh, ist der Veteran schon kaputt? Ja.
So, da 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 So, und jetzt lassen wir uns doch mal ganz kurz ein bisschen überraschen. Yay! Denn hier steht eine Person, die wir kennen. Zum Glück ist es mir nicht besonders schwer gefallen, den Code dieser Sache herauszufinden. War eine leichte Sache. Los, gehen wir! Als erstes krallen wir uns jetzt Major Vargas. Jawohl! Wie? Kein Troy Reeves? Kein Zauberer, der uns zurückholt? Die Zentrale hat heute früh bestätigt, dass die Überwachungsplattform inzwischen von der Bodenkontrolle unabhängig und voll funktionsfähig ist. Vorsitzender Dragan hat alle Städte gewarnt, die dem Widerstand zur Seite stehen, dass sie nur 24 Stunden Zeit haben, um in die Bedingungen des Konsortiums einzuwilligen. Ansonsten werden sie vollständig zerstört. Das heißt, wenn wir nicht auf der Stelle handeln, ist der Widerstand endgültig verloren. Alle Versuche, ihre Einheit zu kontaktieren, sind gescheitert. Ich muss annehmen, dass dies die Arbeit des Saboteurs ist, Captain. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, sie direkt zu kontaktieren. Unsere einzige Chance, die tödlichen Pläne des Konsortiums zu durchkreuzen, besteht darin, die Überwachungsplattform anzugreifen. Also Sie teleportieren sich ins Hawking Space Center. Das letzte Versorgungsshuttle wird von dort in weniger als 2 Stunden abheben. Sobald Sie das Shuttle gesichert haben, werden wir Ihnen eine Gruppe guter Soldaten zur Verfügung stellen. Diese Soldaten sind angewiesen worden, nur Ihnen zu gehorchen. Maxis aus! Pfiou! Oho, wie sieht denn unsere Basis aus? Naja, der Spion hat zum Botschaften senden zauberes Geräte gebraucht, also hatte ich ein Auge auf die Station. Ich erwischte sie, als sie gerade versuchte, ihren Konsortiumfreunden irgendeine Botschaft zu vermitteln. So viel fehlte noch und ich hätte sie liquidiert, aber Vargas stieß mich in den Strahl des Teleporters. Plötzlich war ich in dieser Gefängniszelle eingesperrt und es wimmelte nur so von Truppen. Ich war so hilflos und überrascht. Wenn ich doch nur hier gewesen wäre. Diese Menschen waren meine besten Freunde. Meine Familie. Ja, sie waren alles, was ich noch hatte, nachdem die Konsortiumschweine Petra dem Erdboden gleich machten. So, und ich speichere jetzt und wechsle auf meinen Raketenwerfer. Wo ist er? Da oben. Scheiße, ich hab eine Kiste kaputt gemacht. Egal. War da nicht noch einer? Ich höre ihn. Da hat noch eine Kiste kaputt gemacht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, um Kisten brauche ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Genauso wenig wie um Credits, weil die sind jetzt leider wertlos geworden. Ach ja. Unsere arme Basis. Ach ja, mal ganz kurz mal hier reingucken. So, 29 Veterans schon. Ich glaube, die haben wir schon gesehen, die Sequenz. Die Zentrale hat heute früh bestätigt, dass... Ja. Müssen wir noch die Basis wirklich clearen, nicht, dass hier noch irgendwo einer auf uns lauert. Okay. Nachrichten sind aus. Und Weasel ist nicht da. Na komm. Lass mich da halt hinter.
Der Kruzifix. Komm. Also. Herrschaftszeiten. Da liegt irgendeine Plasmawaffe am Boden, aber ich bin mit meiner Ausrüstung eigentlich sehr zufrieden, muss ich zugeben. Ich könnte vielleicht den Granatwerfer... Ne, das passt schon. Das ist übrigens dieses Ausrüstungsgegenstand unten Mitte, ist übrigens dieses Gerät, mit dem ich unsichtbare Laser und sowas anzeigen kann. Und ich glaube, ich kann damit sogar irgendwie irgendwelche Signale stören, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. So. Das war's mit der Mission. Das war's auch mit unserer Basis. Danach geht's ab zum Space Center und danach auf die Überwachungsplattform. Ich hoffe, diese Mission hat euch gefallen. Die war ja auch ziemlich Turning Events. Ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.